Na 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 na. Na 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 na. Unser Spielstand läuft immer noch erstaunlich gut, aber uns fehlen Werkzeuge. Wir stellen die besseren Werkzeuge her, ne? Ja. Aber uns fehlt Holz. Wie kann das sein? Ich habe das gerade umgestellt, ne? Nee, habe ich nicht. Das war schon so. Okay. Aber uns fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Hä, seit wann haben wir 50 Leute? Okay. Sind ein bisschen hart eskaliert, was die Menschenmenge angeht. Bisschen mehr Holz brauchen wir noch. Dann haben wir hier unseren Schrottplatz. Der ist auf Maximum ausgelastet. Ich will unbedingt diese Schule heute fertig bekommen. Die Schule ist definitiv das, was wir für heute brauchen. Und Wasser hatten wir letztens auch gebaut. Was macht denn die Zisterne nochmal? Genau, die Zisterne hatte ich ja pausiert, weil die würde ich ja gerne upgraden. Das ist ja die Idee, die hier drin geschlummert hat. War, dass wir die upgraden, damit wir noch ein Silo bekommen. Aber das scheint auch ganz okay zu sein gerade. Da können wir aber auch noch hochsetzen gerade an Arbeitskräften, um zu gucken, dass das mit dem Wasser passt. Und ich glaube, da hinten haben wir ja jetzt noch einen Brunnen, right? Jawohl. Da hinten haben wir noch einen Brunnen. Dann sollte das wassertechnisch, glaube ich, erstmal okayisch sein. Hoffe ich. Wir werden es gleich oben beobachten. Aber es regnet gerade auch schon wieder, also es wirkt zumindest schon mal ganz gut. Werkzeug fehlt uns, das ist halt scheiße. Und da fehlt Stoff. Was steht hier? Hier fehlt Holz. Wir arbeiten eh schon Vollgas an Stoff. Aber ein bisschen Metall und so brauchen wir halt auch. Ein bisschen Metall brauchen wir halt auch. Okay, hier haben wir keine Kräuter mehr. Oh Gott, wir haben generell keine Kräuter mehr. Wo sind die alle hin? Wir haben auch kein Essen gerade. Kamen wir gerade aus einer Dürre? Ich glaube, wir kamen gerade aus einer Dürre. Das würde erklären, warum uns hier gerade Kräuter fehlen. Weil das ist ja sonst eher weird. So, und dann wollen wir diese Schule fertig bekommen. Hip, na, 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 na. Und wir wollten ein Sanitätshaus auch planen. Ein Sanitätshaus war auch etwas, was ich mir noch gedacht habe, was halt wichtig wäre. Aber vielleicht vor dem Sanitätshaus, vielleicht eine Forschungsstation. Ich weiß, das ist ein crazy Vorschlag, aber eine Forschungsstation, die würde hier nämlich auch perfekt reinpassen gerade. Ergibt das Sinn, die Forschungsstation direkt neben die Schule zu packen? Warum eigentlich nicht, oder? Ich meine, es passt ja. Sie lernen in der Schule, um nachher in der Forschungsstation arbeiten zu können. Also müsste doch eigentlich richtig gut passen. Ich meine, hier kriegen wir es auch nirgendwo unter. Und hier wäre es auch cool gewesen, aber hier ist jetzt unser Friedhof im Weg. Da hätte ich ein bisschen anders planen müssen. Ärgert mich ein bisschen, weil das hier auch richtig gut gepasst hätte. Aber ich nicht mitgedacht hatte. Ja, dann lasst uns die Forschungsstation direkt neben die Schule packen. Dann ist der Platz sinnvoll genutzt, auf jeden Fall. Das wird auch richtig viel Zeug fressen. Richtig, richtig. Ich glaube, das ist neu, ne? Ja, ich glaube, Ballonposten ist neu. Ganz, ganz neu. So, Schule ist fast fertig.
Geil. So, wir haben einen Lehrer. Haben wir keine Leute mehr? Oh, wir haben keine Leute mehr. Krass. Habe ich nicht gedacht. Und wir können den Fokus jetzt drauflegen. Produktivität, Umgang mit Werkzeug, Umgang mit Kleidung, Abzeichen. Ja, lass auf Produktivität erstmal gehen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht für den Anfang. Und wir haben jetzt 4 Kinder im Unterricht. Ich glaube, mehr geht gerade nicht, weil die anderen schon zu alt sind. Aber wir haben eine Schule, meine Freunde. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr dumm. Das ist ziemlich nice. Und das könnten wir auch upgraden, aber dafür fehlt auch Holz. Irgendwie fehlt für alles Holz. Wir haben 2 Holzfällereien. Försterhütten heißt das. 2. Mit insgesamt 8 Arbeitskräften. Und es wird nichts mit dem Holz. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ich meine, gut, wir verbrauchen auch viel. Aber trotzdem. Und Stoff fehlt auch schon wieder. Junge. Hier brauchen wir vielleicht... eine Raffinerie, aber dafür brauche ich auch erst Forschung. Dafür muss ich dieses Ding gebaut haben zuerst. Dass wir nicht genug Metallwerkzeug produzieren, ey. Das hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt finde ich das Dekret, dass keine Kinder erlaubt sind, irgendwie scheiße. Und ich kann es nicht verhindern. Keine Ausbildungsmöglichkeiten. Nice. Da haben wir gerade was bekommen, weil wir das angenommen haben. Einen Wissenspunkt. Da müssen wir die Zufriedenheit höher machen. Was bedeutet das? Eine Kneipe. Die wollen eine Kneipe und Schnaps. Wir sind halt, wir leben gerade irgendwie so. Und jetzt wollen die von mir eine Kneipe. I can't. Wo ist es denn? Da. Aber zumindest müssen die nicht so groß sein. Also verbrauchen die nicht so viel Platz, die Dinger. Schon, aber nicht so viel einfach. Das ist ja zumindest etwas. Die kriegt man dadurch eigentlich so ganz gut hier reingequetscht, die Kneipe. Und dann habe ich hier hinten noch mehr Platz für... Dekorationen. Kann man dann später ein Pavillon oder so hinpacken? Oder so eine Totengedenkstätte oder sowas neben der Kneipe. Mega, mega passend. Ja, da gibt es dann, glaube ich, so ein paar Sachen, die man, oder so ein Schrotttotem. Das bietet sich auf jeden Fall hier auch an. Müssen wir uns dann überlegen, was wir dann da hinbauen. Aber erstmal Kneipe in Auftrag behalten. Wobei wir die jetzt erstmal noch pausieren können, weil wir als erstes die Wetterstation haben wollten, die Forschungsstation haben wollten. Haben die, brauchen wir, glaube ich, dringender. Hier bauen wir auch an. Und dann ist die Frage, ob wir nicht noch eins anbauen wollen. Wie sieht es denn hier mit Wasser aus? Ja, das geht schon. Und dann... Ah, aber für Schnaps brauchen wir... Wir haben ja noch gar nichts anderes, ne? Ja, dann ist das Blödsinn. Dann macht das noch gar keinen Sinn. Wir müssen das erst finden. Dafür brauchen wir, glaube ich, Sammler. Boah, eine Weide wäre halt auch cool.
Eine Weide wäre halt auch richtig cool. Dann lass vielleicht den Schrottplatz erstmal rüber verschieben und jetzt den Spaß hier aufräumen. Damit wir uns weiter ausbreiten können. Vielleicht ist das das, was wir brauchen. Vielleicht ist das das, was wir brauchen. Ich meine, haben wir auch schönes Deko-Element hier drin. Sweet. Sweet, 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 sweet. Wenn man ein Licht hier hinpacken, kann man dann auch... Ha, ich kann nicht schon wieder anfangen, lauter Deko zu bauen. Wir sind noch nicht so weit. Halte dich zurück, Pia. Halte dich zurück. Einhalt. Aber wir können die Zeit ein bisschen schneller vergehen lassen. Wasser ist fein gerade, ne? Wasser ist ultra fein. Nahrung ist auch fein. Wir kriegen gerade auch keine neuen Kinder. Das ist auch ganz gut. Hier wird gebaut. Hier müsste eigentlich geupgradet werden. Eigentlich. Ah, das ist auch schon fast durch tatsächlich. Geil. Die Kinder sind glücklich, dass du für ihre Wünsche gehört hast. Das ist ein gutes Zeichen, Boss. Glückliche Kinder werden zu einer besseren Zukunft für uns alle führen. Nice. Aber Schutzkleidung fehlt uns. Glücklich sein alleine hilft uns nicht. Oh, dafür haben wir jetzt ein zweites Wassersilo. Das heißt, ich kann das hier runter reduzieren und das hier hoch. Dann haben wir 4 Arbeitskräfte in dem hier. Und 4 Arbeitskräfte in dem hier. Und dann sollte das schön ausgeglichen funktionieren mit dem Wasser auf jeden Fall. Wir müssen nur hier auch wieder anmachen, dass der weiß, dass er überhaupt Wasser holen darf. So, wir haben wieder obdachlose Siedler. Wie konnte das denn passieren? Holy shit. Wie oder wann oder was ist... Hä? Wir hatten doch so viele Hütten. Dauernd. Für alles. Na, wobei. Ich weiß gar nicht, ob ich das so möchte. Also wenn ich jetzt auf Logistik gehe. Und hier diesen Weg mal plane um unsere Forschungsstation. Dann sehen wir ja auch, wie der Weg dann gebaut sein sollte. Und dann frage ich mich halt, ob ich es nicht so bauen möchte. Yes. Ich glaube ja. Und wenn wir jetzt hier den Schotterweg planen, dann planen wir den so. Und dann haben wir hier Platz für Deko. Was kostet denn nur 2? Eine Bank wäre cool. Eine Bank können wir uns aber noch nicht bauen. Dann packen wir da vielleicht einfach mal so ein Licht hin. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und ein Busch. Ist doch auch hübsch. Und dann haben wir neue Schlafplätze geplant. Vielleicht die erstmal noch pausieren. Wir brauchen ja nicht so viele, oder? Wir haben ja nur 3 obdachlose Leute bis jetzt. Also. Sollte das ja machbar sein, so. Was fehlt denn schon wieder? Alter, jetzt fehlt Metall. Ah. Wir haben so viele. Wir haben so viele Sammler und es reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Ich muss halt noch einen bauen. Noch einen.
Wir haben so viele. And it's still not enough. Wir brauchen halt die Raffinerie, aber solange das dadurch nicht durch ist, kriegen wir keine Raffinerie. Sad. Einfach sad. Wie lange das auch braucht, ne, bis sie das so fertig gebaut haben. Oh, ich glaube, es ist gerade jemand gestorben. Aber an Altersschwäche vermute ich, hoffe ich. In Altersschwäche gestorben? Ja. Noch einer an Altersschwäche gestorben. Immerhin geht die Obdachlosigkeit jetzt runter. Okay. So, jetzt haben wir nur eine Hütte gebaut. Nice. Jetzt sollte an der Stelle eigentlich auch die Obdachlosigkeit weg sein, komplett. Kann eigentlich auch passieren. Wir wissen ja, dass es geplant ist, aber lass uns erstmal die Kneipe bauen. Wobei mir die Kneipe und das Bier alleine auch nichts bringen wird. Das ist alles sehr schwierig und da fehlt jetzt Wasser. Also wir haben einen Brunnen, aber der Brunnen ist nicht so, also die Brunnen und die Wasserdinger sind nicht so effizient wie unsere Dinger hier. Was aber auch bedeutet, dass wir hier in der Arbeitsmenge runtergehen können, weil wir unendlich viel Wasser haben. Und so viel Wasser offensichtlich nicht brauchen. Ich habe das aus Versehen weggedrückt, also umgedrückt. Das wollte ich nicht. So, dass das mit der Nahrung nach wie vor funktioniert, wäre wichtig. Hier haben wir wieder nice. Es wird wieder gesammelt. Wie sieht es generell aus mit Nahrung? Produzieren wir noch genug? Nein. Offensichtlich nicht. Es wird wirklich, wirklich Zeit für diese Forschungsstation. Wirklich. Und nach der Forschungsstation brauchen wir auch diese Expeditionsdings. Ich glaube, ohne Expeditionsdings werden wir jetzt auch nicht mehr weiterkommen. Das ist, ich glaube, wir sind auch schon sehr spät dran, damit, dass wir es noch nicht haben. Das Expeditionsdings. Um ehrlich zu sein. Ich pack das hier rein. Ich glaube, ich sollte das eigentlich schon viel länger haben, das Expeditionsdings. Ich glaube, ich hätte das schon viel, viel früher bauen müssen, eigentlich. Und das will ich auch upgraden. Es gibt so viele Baustellen gerade. So, wir haben jetzt hier die Priorität drauf für als nächstes bauen. Uns fehlt richtig viel an Werkzeug mittlerweile. Was aber wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass wir das gerade hier aufbrauchen, das Werkzeug. Komplett. Das ist wahrscheinlich nicht so optimal für unsere Werkzeugproduktion im Generellen. Wie lange ist das Dekret noch? Ach, das läuft gleich aus. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir keine Dekrete mehr. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder Babys des Todes und sie verbrauchen jetzt wieder mehr Wasser. Aber sollten auch automatisch glücklicher sein. Wir hatten ja die Wasserproduktion runtergesetzt. Ich bin gespannt, ob die jetzt Dinge tun. So, die produzieren radioaktives Wasser. Das ist aber egal, weil wir hier Kohle reinpacken. Wir brauchen nur mehr Kohle, aber das ist auch in Ordnung, gerade so wie es ist. So, hier fehlt Metallwerkzeug. Ja, super. Das wäre uns auch gar nicht aufgefallen bis jetzt. Dass das fehlt.
Und Plastik, glaube ich, ne? Ja, und Plastik. Wir produzieren auch nirgendwo Plastik gerade. Ist gut, wenn wir das hier einmal nachholen. Warum sind die so unglücklich? Ein unerfreuliches Erlebnis. Ach, es ist wahrscheinlich irgendjemand gestorben. Aber dass der Verwandte kein Grab hat, verstehe ich nicht. Weil ich hab einen Friedhof. Also, es müsste eigentlich alles begraben werden, was stirbt. Eigentlich. Also eigentlich sollte das mit dem Grab kein Problem sein. Ja, wenn wir sehen, ob das dann weggeht. Vielleicht ist die Person gerade erst gestorben. Vielleicht liegt es daran, oh, es gibt auch nur ein Kind gerade. Das heißt, meine Schule ist auch leer. Meine Schule ist completely leer. Vielleicht geht es denen gleich besser, wenn die alle Babys machen können. Können Sie bitte weitermachen hier? Plastik haben wir gleich. Ach du schnell, wie viele Kinder wir gerade kriegen. Wir sind schon jetzt auf 3. Die sind immer noch unglücklich. Ich verstehe es halt auch nicht. Also, Siedler wohnt in einer unattraktiven Umgebung. Okay, das kann ich nachvollziehen, dass es doof ist. Okay, offensichtlich sind es die unattraktiven Umgebungen. Also offensichtlich ist halt die Zuflucht das potenzielle Problem. Dann müssen wir vielleicht einfach wirklich die anderen Häuser auch einfach fertig bauen. Das hat halt -5 einfach. Was, glaube ich, einfach alleine schon daran hängt, dass es eine Unterkunft ist. Also ich glaube, die Zuflucht alleine macht halt schon einfach ein Problem aus. Ich glaube, wir sollten von der Zuflucht generell langsam weggehen, weil die halt... Oh Gott! Da wurden Lichter hochgepackt, also wurde jemand begraben offensichtlich. Aber es ist jetzt auch gleich mit der schlechten Laune besser auf jeden Fall. Jetzt sind es nur noch 3 mit richtig mieser Laune. Und bei dem liegt's... Ja, dann liegt's wahrscheinlich wirklich einfach daran, dass wer gestorben ist. Und das macht's wahrscheinlich auch gerade so drastisch, sag ich mal. Bitte bau die Forschungsstation. Bitte bau die Forschungsstation. Oh, und es ist schon wieder wer gestorben. Ja, ich kann das halt nicht verhindern, dass Menschen sterben. Also, das ist halt nicht machbar. Wenn die dauernd mies drauf sind, weil jemand stirbt, dann kann ich halt nichts dagegen tun. Die Menschen sterben. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass die Leute sterben. What shall I do? So, jetzt kann ich hier eine Kneipe reinpacken. Aber ich habe halt keinen Schnaps. Ich glaube, ach, funktioniert das einfach mit Obst? Weil wenn das einfach mit Obst geht, dann können wir eigentlich einfach nur eine Plantage hier planen. Wo wir einfach noch einen Pfirsich wählen. Weil aus dem kann man ja dann safe auch einfach... Ach, das müsste einer alleine auch schaffen eigentlich. Dann können wir einfach aus den ganzen Pfirsichen Schnaps brauen. Das müsste doch eigentlich gehen.
Und jetzt sollten die Leute auch echt glücklich sein, weil wir einfach eine Kneipe reinbekommen haben. Also jetzt müssen sie eigentlich glücklich sein. Jetzt haben sie Alkohol. Wenn sie jetzt nicht glücklich sind, weiß ich auch nicht weiter. So, wie sieht's aus mit Metallwerkzeug? Benötigt Metall. Ja. Ich verstehe das Problem, dass man für Metallwerkzeug Metall braucht. Ich verstehe es. Aber es ist schon eher scheiße, in was für einer Menge ihr das braucht. Wenn ich das kurz sagen darf. Und eigentlich müsste doch jetzt, geh doch saufen. Also ich möchte hier niemanden zu Alkohol motivieren, wirklich nicht. Aber du könntest eigentlich jetzt trinken gehen. Ich sag's ja nur. Das wäre eine Option. Ich will dich nicht dazu drängen oder nötigen, aber es wäre, in der Theorie wäre es eine Option. Ich glaube, hier ist auch unser ganzes Metall hin verschwunden, das uns gerade für die Werkzeuge fehlt. Das ist, glaube ich, das hatte ich auch so ein bisschen übersehen. Aber das ist gleich durch. Das verbraucht gleich kein Metall mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Und dann sollte das mit dem Werkzeug auch gleich wieder klappen. Das Problem ist, dass das Metallwerkzeug jetzt gerade auch nicht bei den Leuten bleibt, sondern wiederum hier reinfließt, weil hier noch Metallwerkzeug fehlt. Die Kneipe ist wahrlich ein Segen. Schon jetzt versammeln sich viele Leute hier und wir haben uns entschieden, eine kleine Feier zu veranstalten, um mit dem erhöhten Konsum mithalten zu können. Haben wir bereits angefangen, Getränke bereitzustellen. Alles klar. Ja, jetzt sollte die Mut eigentlich richtig hochgehen. Eigentlich. Es benötigt 10 und dann wird Schnaps hergestellt. Wird schon klappen. So. Bitte Metallwerkzeug. Eins noch. Eins noch. Dann sind wir dort auch durch. Wir kriegen so viele Kinder gerade, ne? Das ist actually ein bisschen besorgniserregend, wie viele Kinder es gerade sind. Ich kriege auch nicht mehr alle in die Schule rein. Ich bräuchte eigentlich schon noch eine Schule. Wir haben die eine gerade erst fertig. Und deswegen muss man sich für den Kindergartenplatz schon anmelden, bevor das Kind überhaupt geplant ist. Einfach einmal, um sicher zu gehen. Die brauchen jetzt alle noch ein bisschen, um erwachsen zu werden. Freie Arbeitsplätze sind jetzt auch nicht gerade so viele. Ach, mit dem Förster klappt es jetzt aber richtig gut. Okay, das heißt, wir können eigentlich förstertechnisch reduzieren. Ganz so viele brauchen wir dann nicht. Und dafür können wir Wissen erzeugen. Nice. Und mit Wissen können wir ein Herumlungerverbot deklarieren. Oder, Alter, wie viel habe ich denn hier noch verpasst? Wie viele Sachen hätte ich denn hier noch freischalten können? Die ganze Zeit und ich habe es einfach nicht gewusst. Ausgebaute Schule. Wie geil. Ich hab's halt gar nicht gerafft. Produzier mal nur Wissenspunkte. Ich glaube, das reicht für den Anfang.
Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch zuerst die Raffinerie lernen, bevor wir die ausgebaute Schule lernen. Egal, wie viel Bock ich auf die ausgebaute Schule habe. Ich glaube, das wird sonst schwierig. Ach, das sind die Baumeister, die da noch bauen. Ich bin ein Idiot. Das ist ja noch gar nicht fertig gebaut. So. Mit dem Werkzeug wird es jetzt langsam. Da wurde gerade auch noch wer erwachsen. Das ist auch ganz gut. Da sind offensichtlich wieder Leute gestorben, wenn ich sehe, dass da Lichter entflammt wurden. Was brauchen die schon wieder? Ich will nicht, dass du Halstücher produzierst. Lass bitte Aktivkohlemasken produzieren. Aber wahrscheinlich fehlt überall Stoff, ja. Ja, aber erstmal müssen wir das Werkzeugproblem lösen. Wenn wir das Werkzeugproblem gelöst haben, kümmern wir uns wieder um das andere. Alter, wir haben so viel Wasser. Guckt es euch an, ich könnte literally Pools füllen damit. Ganze volle fucking Pools. Ganze fucking Pools. Im Endeffekt steht heute alles im Sinne von Forschung und Bildung. Wissen. Wissen ist Macht. Es ist halt insane, was es hier alles gibt, was ich einfach alles noch nicht gesehen habe. Weil ich halt nie so weit gespielt habe. Ist halt crazy. Fischfutter. Hier gibt es auch die stabilen Hütten dann. Verbietet Siedlern ihre Zuversicht durch den Besuch ihres Zuhauses oder anderen Gebäude zu stärken und sich dadurch von ihrer Arbeit abzulenken. Das ist fucking grausam. Das ist fucking grausam. Hanfweberei. Eine Hanfweberei produziert Stoff aus Hanf. Aber wir haben kein Hanf, oder? Ich glaube, das ist das andere Problem, dass wir gar keinen Hanf anbauen können bis jetzt. Aber das wäre halt ultra sick. Ich glaube, wenn ich einen Wissenspunkt noch freigeschalten habe, dann werde ich diese Hanfweberei erstmal lernen. Weil ich glaube, das würde meinen... Ich brauche die Raffinerie dann vielleicht gar nicht so schnell. Weil ich ja dann nicht mehr 30 Dinger für Stoff brauche hier. Was schon crazy geil wäre. Aber mein Essen macht mir Sorgen. Mein Essen macht mir richtig Sorgen mittlerweile. Vielleicht wird es langsam Zeit für eine Fischerhütte. Das beim Essen gefällt mir nicht. Dass da unter 1000 fällt. Und wir auch einfach weiter Kinder kriegen die ganze Zeit. Das gefällt mir nicht. Das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. So, jetzt fehlt halt schon wieder Schutzkleidung. Weil Stoff fehlt. Ja klar. Es fehlt halt durchgehend Stoff. Aber hier wird jetzt gleich was fertig. Kohlemasken. 5 muss ich produzieren, dann kriege ich wieder einen Bonus. Alter, die sind alle gleichzeitig kaputt geworden, glaube ich. Ich glaube, die sind alle gleichzeitig kaputt geworden. Und unser Werkzeug ist auch irgendwie
Das wird auch irgendwie nicht fertig. Das reicht schon wieder vorne und hinten nicht. The Classic. Wie lange muss ich denn noch Plastik produzieren? Warum produzieren wir so viel Metall? Achso, das brauchen wir immer noch wegen. Das brauchen wir immer noch wegen Dings. Achso, ich produziere gar kein Plastik mehr. Also ich krieg das gar nicht fertig gerade. Weil wir immer noch versuchen, das andere in den Griff zu bekommen. Und es nicht in den Griff kriegen. Es wird halt einfach nicht. Ich kann halt auch nicht mehr. Also ich kann halt nur noch mehr Recycler bauen. Ich kann die nicht noch effizienter gestalten, glaube ich. Ich mache ja schon nichts anderes konstant. Ich könnte halt Schrottwerkzeug herstellen. Einfach für den Übergang. Damit wir es wieder in den Griff bekommen. Ah, Gott sei Dank, dafür haben wir hier jetzt ein paar Sachen bekommen. Einfach nur, damit sich das Problem übergangstechnisch halt kurz löst. Aber langfristig ist das halt keine Lösung. Vor allem wird das halt auch einfach schneller wieder kaputt dann. Das ist halt, das bringt halt eigentlich nichts, das zu pushen. Das wird halt nichts. Fachkräfte ohne Werkzeug, ja, ich merk's. Ich merke es, dass die Fachkräfte ohne Werkzeug sind gerade. Und gleich sind meine ganzen Dings auch wieder weg. Das ist halt kein Zustand. Das ist halt kein Zustand hier. And now we're getting food shortage. And now we're getting food shortage. Wir haben halt sehr, sehr viele Kinder dazu bekommen jetzt. Das heißt, es wird jetzt Zeit für neue Dekrete. Erstmal keine Kinder kriegen. Das ist mal das Erste. Und Nahrung rationieren. Okay. Jetzt werde ich erstmal angejammert. Jetzt werde ich erstmal angejammert wegen den Dekreten. Aber uns fehlt halt Essen. Macho Fudo. Und wir haben macho viele Einwohner. Ach, mein Hund hat sich hier unten hingelegt. Gut. So. Dass dieses Werkzeugproblem sich auch nicht löst. Mir bringt es auch nichts, die anderen. Also es bringt mir auch nichts, die anderen herzustellen. Aber ich kann hier noch jemanden einstellen. Aber das wird halt. Das wird halt trotzdem nicht reichen. Das wird ja so nicht besser. Das können wir noch upgraden. Das braucht nur Holz und Schrott. Davon sollten wir genug haben, um das tatsächlich instant fertig zu bekommen. Wir haben jetzt Wasser des Todes, aber wir haben halt kein Essen mehr. Oder was heißt kein Essen? Wir haben halt nicht genug Essen mehr. Wir brauchen halt dringend noch mehr Felder. Ist, glaube ich, auch erstmal egal, ob nochmal das Gleiche ist, was angebaut wird. Hauptsache, es wird noch mehr angebaut. Über alles andere kann man sich später Gedanken machen. Das heißt, die Überlegung wäre zu sagen, Schotterweg. Gut, dann wissen wir jetzt, wo das hier liegt. Und dann wäre die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen nicht hier nochmal ein Anbaufeld.
Und dann wollen wir hier. Nochmal Zuckerrüben haben. Das sollte ja eigentlich jetzt produktionstechnisch dann oder nahrungstechnisch schon einen huge Impact machen. Und hier kriegen wir halt gar keinen Ertrag raus jetzt gerade. Boah, ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich hoffe, dass wir das rechtzeitig schaffen. Und hier können wir noch eine Fischerhütte bauen, die auch effizient ist, weil wir jetzt schon wissen, dass da dann auch wieder Wasser kommen wird. Auf jeden Fall irgendwann. Hoffentlich. Auf jeden Fall irgendwann, hoffentlich. So, Essen wird langsam richtig kritisch. Essen wird langsam richtig, richtig kritisch. Okay, wir haben das Problem immer noch nicht geschafft. Mit den Werkzeugen. Wir sind schon wieder auf Metallwerkzeuge umgeswitcht. Wir schaffen hier das mit der Schutzkleidung nicht rechtzeitig. Die ist auch gleich wieder weg. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, noch eine Werkstatt zu bauen. Eine ausgebaute Werkstatt wäre halt Premium, aber so viel Forschung kriegen wir gerade noch nicht umgesetzt. Das heißt, wir müssen damit arbeiten, was wir haben. Und das wäre hier jetzt erstmal nochmal zwei Werkstätten bauen. Weil das anders nichts wird. Aber wir kriegen ja viele Menschen. Also das sollte zumindest drin sein. Hier sind wir auch schon am Anbauen jetzt wieder. Das ist auch ganz gut. Und ich würde hier Nahrung einfach direkt daneben noch ein Feld planen. Das nochmal genauso groß ist. Und dann wird das schon. Es wird halt langsam Zeit, dass es regnet. Weil uns bringen die ganzen Nahrungsmittelfelder nichts, wenn nichts wächst. Das wird essenstechnisch sehr kritisch. Sehr kritisch. Und das, obwohl wir ein Dekret drin haben. This is gonna be very, very critical. Und wir sollten das auch auf jeden Fall priorisieren, damit das nächstes gebaut wird. Es regnet, okay. Es regnet. Das heißt, die produzieren wieder Fisch. Es produziert Nahrung. Langsam, aber es kommt. Es produziert Nahrung. Der Fisch allein wird das halt nicht reißen. Der Fisch alleine wird das nicht reißen. Wir werden einmal hier früher ernten müssen. Na, wir ernten jetzt einmal früher ab. Der Fisch alleine macht das nicht, leider. Ernten Sie schon ab? Ja. Ah, wir brauchen noch so viel mehr Essen. Wir brauchen noch so viel mehr Essen. Ich hätte halt auch gerne so eine Weide. Aber ich habe halt auch keine Ahnung, wie diese Weiden funktionieren und ob sich die so überhaupt rentieren in dem Spiel. Ich glaube, ich werde hier eine bauen auf jeden Fall mal. Einfach testweise. Muss halt warten, bis das Ding weg ist, aber daran arbeiten wir, glaube ich, eh schon. Ja. Und dann einfach mal gucken, was es tut.
Aber ist schon scary jetzt irgendwie, dass wir hier gerade am Hungertod nagen. Finde ich nicht so schön. War so ja eigentlich nicht geplant. Und obwohl wir es abernten, also obwohl wir das jetzt früher abernten, haben wir halt trotzdem so große Probleme, ne? Es ist halt trotzdem für den Arsch. Es reicht halt offensichtlich nahrungstechnisch alles nicht mehr, was wir haben. Jetzt haben wir wieder obdachlose Leute, weil die erwachsen geworden sind. Und die ersten Leute, die hungern. Das heißt, wir müssen das jetzt auch abernten. Das bringt uns in ein richtiges Dilemma. Das bringt uns in ein richtiges Dilemma jetzt. Wir ernten, wir ernten, wir ernten. Wir ernten, wir ernten, wir ernten. Wir ernten, wir versuchen zu ernten. Wir haben nicht genug Werkzeug. Es funktioniert wieder mal nichts. Der Klassiker. Damit kennen wir uns aber zumindest schon aus. Ach Gott. Das braucht halt auch einfach viel zu lange, bis hier wieder Essen spawnt mit den Sammlerhütten. Und da kommt schon die nächste Dürre. Katastrophe. So, Saat wählen. Zuckerrübe. Let's go. So. Wir haben jetzt echt viele Farmer. Und echt viele Felder. Und ich hoffe, es wird jetzt wieder besser. Gut, da fehlt nur noch Schrott. Den müssen sie nur noch hier hintragen. Wenn sie den hier hingetragen haben, dann haben wir noch eine Fischerhütte. Okay. Wir kommen da essenstechnisch irgendwie drüber. Wir kommen da irgendwie drüber. Sind die wieder am Sammeln? Ja, oh Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank sind die wieder am Sammeln. Ich wollte schon sagen, das wäre der absolute Albtraum geworden. Was haben wir hier für ein Problem? Okay, das heißt, wir wollen hier alte und unfruchtbare reinsetzen. Und alle anderen sollen woanders hinmoven. Was fein ist. Ja, wir füllen es jetzt nochmal auf. Wir haben jetzt gerade mit Obdachlosigkeit zu kämpfen, aber generell wissen wir es zumindest dann. Okay, Wasser geht auch runter gerade. Wasser geht auch wieder runter. Ah, wir haben halt zu viele Menschen. Wir haben viel zu viele Menschen. Wir haben viel zu viele Menschen in viel zu kurzer Zeit bekommen. Und jetzt schmeißt mir die ganze Nahrungsmittelproduktion durch die Dings.
Meine gesamte Nahrungsmittelproduktion ist von Arsch. Komplett. Das wieder hinzukriegen, wird so eine Herausforderung. Und wir produzieren hier auch immer noch nicht genug wieder von... Also wir sind immer noch nicht mit dem Werkzeug wieder gefixt. Immer noch nicht. Das ist halt insane. Dass das einfach nicht wird. Plastik sind wir auch immer noch nicht durch. Ach, jetzt haben wir alles auf Plastik gestellt. Naja, aber dann kriegen wir das zumindest mal fertig. Weil das muss auch fertig gebaut werden, weil Wasser ist halt auch nicht mehr schön, so wie es jetzt gerade ist. Nichts ist gerade mehr schön. Wir haben so in Wohlstand und Reichtum gelebt, dass wir das einfach völlig übersehen haben, wie schnell das schiefgehen kann. Dafür haben wir den zweiten Forschungspunkt. Kann ich vielleicht was lernen, was uns helfen wird? Ja. Fangen wir mit einem Herumlungerverbot an. Oh Gott, nein, ich habe ja gar keine Nahrung, um das jetzt abzuziehen. Das ist ja schrecklich, wenn ich das mache. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Jo, ich bin gespannt, ob ich nächste Woche wieder rippe, ey. Holy shit.